Hallo und herzlich willkommen im Wald. Nachdem meine Wildschwein-Trilogie ja doch einigermaßen gut läuft und euch die zu gefallen scheint, habe ich gedacht, ich mache mal nochmal was zu einem Tier und habe gedacht, ich nehme auch nochmal ein Tier, das oft falsch verstanden wird und nicht so beliebt ist, wie es eigentlich sein sollte, und man sieht mich nicht gut, weil der Hut einen Schatten wirft, glaube ich. Und zwar der Fuchs, der Rotfuchs. Er heißt ja bei uns eigentlich meistens nur der Fuchs, weil wir ja nur den einen Fuchs haben, also nur den Rotfuchs. Und ich werde ihn im Folgenden auch weiter als nur der Fuchs bezeichnen. Aber eigentlich ist es ja der Rotfuchs. Dauern. Aber jetzt erstmal zum, was der Fuchs denn so tut und wie der Fuchs so aussieht, ist halt eben das, was ich euch jetzt so verzählen mag. Jawohl, los geht's! Wirklich mal nur in kurz ein paar Worte zur Klassifikation vom Fuchs. Der Fuchs gehört natürlich zu den Hundeartigen, das wird euch jetzt wahrscheinlich nicht überraschen, und ist ein Raubtier. Also damit haben wir ihn eigentlich auch schon eingestuft. Es gibt Vertebrata und Invertebrata, also Nichtwirbeltiere und Wirbeltiere. Also die Invertebrata sind die Nichtwirbeltiere, das sind Käfer, Quallen, sonst was. Und Wirbeltiere, das primitivste, was es gibt, ist ein Knochenfisch. Und bei diesen gibt es dann wieder die Klasse, also die fast größte Überkategorie, Raubtier zum Beispiel, Karnivoren, zu Deutsch Fleischfresser. Diese hundeartigen Kaniden genannt, nennt man dann Familie. Und innerhalb der Familie, die nächste Unterkategorie, ist die sogenannte Gattung. Und das wäre jetzt in unserem Fall Fuchs. Da gehört dann eben der europäische Rotfuchs dazu, dessen Unterarten und noch die paar anderen Füchse, die es auf dem Planeten gibt. Es sind gar nicht so viele, ich glaube insgesamt 9 weltweit. Ah ja, evolutionär gesehen gibt es den Fuchs übrigens in Mitteleuropa mindestens so lange, wie es uns Menschen gibt. Man hat am Bodensee bei den Pfahlbauten aus der Jungsteinzeit Fuchsknochen gefunden aus der entsprechenden Zeit. Also wir haben, seit wir hier sind, wahrscheinlich auch schon irgendwie Fuchs gejagt. Das Fell kann man halt doch gebrauchen, ist schön warm. Dann mal zu den technischen Daten vom Fuchs, beziehungsweise wie sieht so ein Fuchs überhaupt aus? Ich rutsche. So ist bequemer. Ja, Fuchs, Rotfuchs, hat natürlich ein rötliches Fell, rötlich-braun spricht der Fachmann. Es gibt noch andere Varianten von Fellfärbung, zum Beispiel, dass der Fuchs quasi statt der hellen Brust, Unterseite der Schnauze und hellen Kehle, normalerweise so weißlich, beige, gelblich, das gibt es auch in dunkel, dann spricht man von einem Moor oder Kohlfuchs zum Beispiel. Das sind so spezielle Züchtungen fast schon. Das kommt auch natürlich vor, aber man züchtet die in Pelzfarmen. Und Pelzfarmen ist natürlich jetzt nichts Schönes und sollte man eigentlich unterlassen. Ja, zum Fell ist es wichtig. Der Fuchs befindet sich 8 Monate im Jahr im Fellwechsel. Das heißt, der hat dann quasi jetzt pünktlich zum Frühjahr, sagen wir mal ungefähr zum April, das ist jetzt klimawandelbedingt alles wieder gar nicht so einfach, dass man das genau festmachen kann. Ich sage einfach mal Frühjahr, hat der Fuchs sein Winterfell abgeworfen, hat das Sommerfell und beginnt dann aber in dem Moment, wo er das Sommerfell hat, quasi auch schon wieder damit, das Winterfell aufzubauen. Befindet sich also ständig im Fellwechsel und erst dann so ungefähr Anfang Dezember in etwa, also wenn es dann so richtig kalt wird, hat er sein fertiges Winterfell. Das behält er dann 4 Monate und zum Frühjahr wirft er das quasi wieder ab und beginnt mit dem Fellwechsel, damit er im Sommer halt eben nicht schwitzt und kann er ja sowieso nicht, hat keine Schweißdrüsen und im Winter nicht friert und im Winter das abgeschlossene Winterfell hat. Das ist wichtig zu wissen, wenn man Fuchsfell irgendwie verwenden möchte, dann muss man ihn den Fuchs quasi im Winter jagen und im Winter erlegen, weil nur das Winterfell ist zu gebrauchen, alles andere fliegt quasi auseinander, weil es gerade in der Umbildungsphase ist. Man kann also so einen Balk nur im Winter verwenden. Ja, der tolle Winterpelz vom Fuchs ist auch super, super dicht und schützt den Fuchs bis zu minus 25 Grad vor Kälte. Also man weiß, dass Füchse mit minus 25 Grad noch ordentlich rumlaufen können und sich auch mal zum Schlafen hinlegen, ohne jetzt großartig wahnsinnig drunter zu leiden scheinbar. So ein Fuchs riecht nicht besonders gut, das liegt einfach daran, dass Fuchs insgesamt über 5 Drüsen für irgendwelche Lockstoffe und ähnliches verfügt. 2 sind am
Popo, eine auf der Schwanzoberseite. Man geht davon aus, dass diese drei Drüsen wahrscheinlich irgendwelche Sexualfunktionen haben, man weiß es aber nicht genau. Dass quasi beim Weibchen wahrscheinlich dadurch sie darauf hinweist, dass sie jetzt gerade läufig ist, was bei Fuchsweibchen nur so 4 Tage im Jahr der Fall ist, aber dazu kommen wir noch ausführlicher. Dann hat er noch im Mundwinkel jeweils eine Drüse, mit der markiert er irgendwelche Bäume, Sträucher, sonst was. Was das genau für eine Funktion hat, weiß man noch nicht. Wahrscheinlich hat es irgendwas mit Territorialmarkierung zu tun, aber man weiß es eben noch nicht so genau. Das Geschlecht vom Fuchs lässt sich im Felde normalerweise nicht erkennen, da die Männchen zwar 10-20% schwerer sind, aber die individuellen Unterschiede größer sind als eben diese geschlechtsbedingte Schwankung. Soll heißen, ein schwaches Männchen oder leichtes Männchen kann durchaus leichter sein als ein starkes Weibchen. Und dementsprechend kann man nicht immer sagen, das ist jetzt großer Fuchs, das ist jetzt ein Männchen, das ist ein kleiner Fuchs, das ist jetzt ein Weibchen, das könnte eben nur ein kleines Männchen sein oder der große Fuchs ist halt eben ein starkes Weibchen. Noch was, was man im Winter vom Fuchs gut beobachten kann, ist eine Fuchsspur. Der Fuchs bewegt sich nämlich schnürend fort. Das ist der Fachbegriff für die Fortbewegungsform des Fuchses. Das ist so eine Art Trab. So zwischen 6 und 11, 12 km/h schnell, wenn es ein sehr schneller Fuchs ist. Dabei setzt er die Hinterpfoten immer in den Abdruck der Vorderpfote und das Ganze immer schön hintereinander. Das ist wirklich quasi Spur, 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 Spur in einer Linie zu geben scheint. Es sieht quasi so aus, als wäre der Fuchs auf einem Bein gehüpft, könnte man sagen. Und das halt eben in Linie. Deshalb schnürend. Weil das alles so an einer Schnur gezogen zu sein scheint. Es ist so ein typischer Hundeabdruck sozusagen. Das sind so ein paar Details, die natürlich anders sind, aber das brauche ich jetzt nicht unbedingt interessieren. Und man kann ihn ganz gut von der Katze unterscheiden, dadurch, dass beim Fuchs einfach ein sichtbarer Krallenabdruck zu sehen ist. Das ist bei der Katze ja nicht der Fall, weil die ihre Krallen ja einziehen kann. Dann kommen wir mal zu den Körpermaßen vom Fuchs. So ein Fuchs ist ca. 60 bis 80, 85 cm lang. Das ist also, sagen wir mal, einen halben bis einen Meter, wenn ihr euch das irgendwie gut merken wollt. Das kommt ungefähr hin, bis fast einen Meter. So irgendwie in der Länge gibt es einen Fuchs. Kopfrumpflänge wohlgemerkt. Der Schwanz hat nochmal 20 bis 40 cm extra. Also mit Schwanz ist so ein Fuchs natürlich gleich nochmal deutlich länger. Ja, das Gewicht von solchen Wildtieren ist immer so ein Thema, das ist gar nicht so einfach rauszufinden. Da kann man an verschiedenen Büchern nachlesen und in jedem steht was anderes. Ich würde mal sagen, so grob zwischen 5 und 10 Kilo in Deutschland wiegt so ein Fuchs. Und es ist wohl relativ klar, dass es in Skandinavien auch noch irgendwelche Großfüchse gibt. Das ist oft so bei fast jedem Raubtier insbesondere, die nördlichen Exemplare, also die nördlichsten Exemplare in der individuellen Verbreitung sind halt eben die größten. Kann man auch beim Eisbär ganz gut beobachten. Der Eisbär ist der größte Bär. Beim Braunbär an sich, der Grizzlybär in Alaska, größter Braunbär. Die alaskanischen Wölfe sind auch die größten Wölfe, die wir so haben auf der ganzen Welt. Und das ist eigentlich bei fast jeder Tierart so, die halt eben ein großes Verbreitungsgebiet hat. Die nördlichen Exemplare sind immer die schwersten und größten. So ist das auch beim Fuchs. Es gab mal einen norwegischen Fuchs, da hat man wohl mal einen von 14,3 Kilo erlegt. Das ist also für einen Fuchs ein Riesenviech. Also das gibt es auf jeden Fall auch. Und wenn es halt relativ warm ist, in warmen Gegenden, da werden dann wahrscheinlich tendenziell eher die kleinen Füchse angesiedelt sein. In ganz, 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 ganz warmen Gegenden gibt es dann irgendwann den Fennek, das ist der Wüstenfuchs. Der ist mit unserem Rotfuchs verwandt, aber eine andere Art. Das heißt, die sind untereinander nicht mehr kreuzbar. Zur Fortbewegung vom Fuchs. Der Fuchs ist so, ja eben 6 bis 12 km/h oder so, was sind seine normale Geschwindigkeit, wenn er einfach normal unterwegs ist. Wenn er rennt, weil er gerade was jagt. Aber das wäre eine Möglichkeit, um zu rennen. Und die andere Möglichkeit ist natürlich, er rennt davon, er flüchtet und das kann er mit bis zu 50 km/h. Also jagen wahrscheinlich auch so irgendwas um den Dreh. Und wie schon beim Wildschwein, 50 km/h im Wald, so durch Stock und Stein und mitten durchs Gelände, ist super schnell. Da kommt also nichts hinterher, außer ein Pferd oder ein Hund, wenn es ein schneller Hund ist. Daher haben ja auch die Briten ihre tolle zu Pferde den Hunden hinterherrennen, reiten, während die Hunde den Fuchs jagen und keine Ahnung, 100 Hunde und 50 Reiter einen Fuchs da durch die Gegend jagen.
Ja, kann man sich streiten, ob das eine gute Idee ist. Ich würde sagen, nein. Ja, sämtliche Sinne sind beim Fuchs hervorragend ausgeprägt. Fangen wir mal mit dem Sehen an. Er sieht ungefähr so gut wie wir, also so von Schärfe und Fixieren her und so weiter und so fort. Soweit ich weiß, nicht in Farbe, aber das braucht er ja auch eigentlich im Prinzip nicht. Was er besser kann, als wir es im Dunkeln sehen, weil er quasi Katzenaugen hat, also mit dieser vertikalen Pupille und einer reflektierenden Netzhaut, was dafür sorgt, dass er auch mit wenig Licht noch vergleichsweise viel sieht. Das ist genau das gleiche Prinzip wie bei der Katze, obwohl Katze und Fuchs ja überhaupt nicht verwandt sind, haben die nahezu identische Augen. Ja, also Fuchs sieht gut. So, das nächste. Fuchs riecht gut. Wie auch der Wolf ist der Fuchs also durchaus in der Lage, die feinsten Gerüche wahrzunehmen und nutzt das auch entsprechend bei der Jagd teilweise aus. Also von der Geruchsleistung her kann man den Fuchs so irgendwo auf jeden Fall im Upper-Class-Bereich einordnen. Also wenn wir hier oben mal das Wildschwein und den Wolf einordnen wollen. Dann kommt hier dann so ungefähr der Fuchs, dann kommen lange, lange nix und dann kommen so die anderen Viecher im deutschen Wald und wir Menschen, wir sind dann da irgendwo da unten im Erdboden. Hier riecht ja quasi überhaupt nichts. Also das ist lächerlich. Wenn man sich in der Tierwelt so umguckt, was wir riechen, das ist nahezu nicht, gar nicht quasi. Ja, das Gehör ist halt eben so der Primärsinn. Wenn man jetzt sagen kann, ein Sinn, auf den der Fuchs absolut angewiesen ist, das wäre dann also wirklich sein Gehör, weil er seine Beute akustisch orten kann. Nehmen wir mal ein krasses Beispiel. Der Fuchs hört einen Regenwurm, der über den Boden kriecht, daran, dass die Borsten des Regenwurms, die mit bloßem Auge schon nahezu nicht zu erkennen sind, über den Boden kratzen. Das kann der Fuchs hören. Auf wirklich große Entfernungen und gleichzeitig kann er durch seine super beweglichen Ohren, die er entsprechend so stellen kann, wie er es gerade braucht, hervorragend orten, wo sich das Geräusch befindet. Also der weiß dann ganz exakt, das ist genau da. Das funktioniert auch bei der Mäusejagd, da hört er die Maus. Er sieht die Maus meistens noch nicht mal, weil er sich irgendwo im hohen Gras versteckt, so ähnlich wie eine Katze. Kann die Maus aber hören, teilweise auch bis zu 30 cm dichten Schnee und springt dann aus dem Gras raus bis zu 5 Meter und landet mit den Vorderpfoten exakt auf der Maus, die er bloß gehört hat. Die hat er gar nicht gesehen, ob sie gerochen hat oder nicht, spielt keine Rolle, weil das läuft akustisch. Also ein erfahrener Fuchs ist ein unglaublich guter Mäusejäger und das ist halt eben auch spektakulär mit diesem Fangsprung. Und dann hat er das Viech auch mit erstaunlich hoher Erfolgsquote, fängt so ein erfahrener Altfuchs Mäuse. Außerdem muss noch zu sagen, der Fuchs kann klettern. Nicht so gut wie ein Marder oder ein Eichhörnchen oder ähnliches, aber jetzt so einen einfachen, vielleicht noch ein bisschen schräg stehenden Baum, wo das Nest nicht sehr hoch ist, da kommt der Fuchs also auch schon mal hoch und kann sich da mal irgendwie einen Jungvogel holen oder mal ein Ei. Durch seine sehr schlanke Statur kommt er auch durch enge Durchlässe von minimal 12 cm Durchmesser, also irgendwelche engen Löcher, der Fuchs passt durch, auch wieder ähnlich wie die Katze. Und insgesamt im Unterschied zum Hund ist der Fuchs relativ flach, hat recht kurze Beine, aber dafür einen sehr schlanken Körper, was ihn eben zu so einem guten Springer macht. Da ist er deutlich erfolgreicher als so ein Hund. Der hat längere Beine und ist ein bisschen gedrungener, der kann theoretisch schneller laufen. Also so ein guter Hund, jetzt nicht irgendwie so ein blödes Chihuahua-Viech oder so eine Fußhupe, sondern ein richtiger Hund, der schon mal größer ist als eine Katze, ist in der Regel fast schon wieder schneller als so ein Fuchs. Also insbesondere, wenn es dann ein Jagdhund ist oder gar ein Windhund. Jawohl. Guckt man sich die Verbreitung an, sind sich Fuchs und Wildschwein wieder relativ ähnlich, weil sie ein sehr ähnliches Verbreitungsgebiet auch haben. Der Fuchs ist zusammen mit dem Wolf das am weitesten verbreitetste Raubtier der Welt, also unser Rotfuchs. Der Wolf ist es theoretisch, weil sein natürliches Verbreitungsgebiet mit dem des Fuchses ungefähr deckungsgleich ist. Aber der wurde ja ausgerottet an vielen, 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 vielen Orten, ist also aktuell nicht so weit verbreitet wie der Fuchs. Er könnte zwar, darf aber nicht, wegen uns. Hingegen der Fuchs, eben das weltweit weit verbreitetste
am weitesten verbreitete Raubtier überhaupt. Den gibt es in komplett Eurasien, aber wirklich überall, mit Ausnahme einiger Inseln im Mittelmeer. Und nee, Irland hat auch welche. Und man sieht auch interessanterweise, wenn mal eine Insel für den Fuchs erreichbar wird, Beispiel Rügen, Bahndamm gebaut und zack, haben die da Füchse gehabt. Dann merkt das der Fuchs, wandert dahin und stellt fest, hey, hier sind keine anderen Füchse, hier kriege ich unendlich viel zu fressen und siedelt sich da an. Ein schönes Beispiel dafür ist Australien. Da haben die Briten für ihre blöde Fuchsjagd den Fuchs mitgebracht und da angesiedelt und jetzt hat Australien ein massives Fuchsproblem. Die haben ja noch mit vielen, vielen, vielen anderen Viechern massive Probleme, die da irgendwer eingesiedelt hat. Aber der Fuchs ist auch eines der größeren Probleme für die heimische Tierart, heimischen Tierarten, die ja teilweise auch an Beutegreifer überhaupt nicht angepasst sind. Ja, aber eben unser Fuchs in Amerika kommt da auch vor, bis runter nach Mexiko so ungefähr, in den ganz heißen Ecken von Florida, da wird es ihm dann auch mal irgendwann zu warm. Aber man könnte schon sagen, dass er eigentlich fast Nordamerika komplett besiedelt hat. Die eurasischen Grenzen sind eben so der 78. Breitengrad in etwa nach Norden. Dann wird er vom Eisfuchs abgelöst, wobei sich das Verbreitungsgebiet ein bisschen überschneidet. Der Eisfuchs hat es aber da, wo der normale Fuchs noch vorkommt, schon nicht so einfach, weil der einfach halt viel größer ist und den Eisfuchs einen auch vertreibt. Die mögen sich nicht besonders, wenn sie sich begegnen. Wenn es dann halt noch kälter wird, ist halt dann irgendwann von den Rotfuchs Schluss und dann übernimmt der Eisfuchs. Im Süden ist quasi die Sahara die Grenze. Also Nordafrika, die noch relativ durchs Mittelmeer einigermaßen feuchten Gegenden, da kommt der Fuchs noch vor und in die Sahara geht er dann nicht mehr. Was es dann da, glaube ich, wieder gibt, das lese ich aber nochmal nach und schreibe es euch hin, wenn es entsprechend nicht so sein sollte, ist der Fennek, der Wüstenfuchs, der dann speziell wieder an solche sehr, sehr, sehr heißen Umgebungen angepasst ist. Ja, und dann zum Lebensraum des Fuchses, also in welchen Regionen kommt der so vor? Überall, inklusive Stadt. Der Fuchs ist durch seine enorm hohe Intelligenz, man könnte meinen, der ist fast das intelligenteste Tier, was wir hier in Deutschland so haben. Wahrscheinlich ist er es, aber das kann man natürlich so nicht feststellen. Meiner Meinung nach wird wahrscheinlich der Fuchs gewinnen bei dem Contest. Mit Wildsau so ein bisschen um den ersten Platz sich prügeln. Auch sehr intelligent und anpassungsfähig ist tatsächlich die verdammte Ratte. Was heißt die verdammte Ratte? Ich mag eigentlich Ratten. Die ist auch sehr, sehr, sehr intelligent und anpassungsfähig. Also die drei Viecher, die machen so ein bisschen unter sich das Rennen aus um die intelligentesten Tiere. Und intelligente Tiere haben gemeinsam, dass sie ein sehr weites Spektrum von möglichen Lebensraum haben, weil sie einfach anpassungsfähig sind, weil sie die Hirnleistung dazu haben, individuell sich auf ihren speziellen Lebensraum einstellen zu können. Deshalb kommt der Fuchs vor bis von der Nordseeküste bis 3000 Meter in die Alpen. Also Fuchs gibt es quasi wirklich überall, keine Region ohne Fuchs. Schwimmen kann er auch, wenn es daran mal scheitern sollte, und er findet auch fast überall was zu fressen. Der Fuchs ist so gesehen eigentlich ein Allesfresser, weil er eben auch pflanzliche Nahrung zu sich nimmt, insbesondere irgendwelche Beeren, Früchte, Obst, unsere Essensreste. Bei pflanzlicher Kost guckt er aber, dass das Zeug süß ist und entsprechend viel Energie liefert. Denn der Fuchs ist ein großer Opportunist, was seine Nahrung angeht. Er frisst nicht, was ihm schmeckt. Er frisst immer das, was mit minimalem Aufwand bei vergleichsweise hohem Energiegehalt der Nahrung zu haben ist. Also wenn im Wald Früchte rumliegen, Beeren am Boden und ähnliches, dann holt er sich lieber die, als eine Maus zu fangen. Aber das sind dann so Sachen, die jetzt primär im zweiten Teil dran kommen. Und ja, den könnt ihr euch dann ja anschauen, sofern er schon online ist. Und bedanke ich mich fürs Zuschauen jetzt hier beim ersten Teil und hoffe, das war einigermaßen kurzweilig und nicht ganz so lang. Und dann sehen wir uns beim zweiten und dann gegebenenfalls irgendwann beim dritten. Und vielleicht gibt es dann auch nochmal einen vierten, aber davor haben wir noch einen vierten Teil zur Wildsau. Ja gut, sehen wir dann, ne? Also, für einen schönen Abend, schönen Tag und macht's gut und bis bald. Ciao.